In unserem Wochenabschnitt erfahren wir über die letzte große Prüfung, die Gott Avraham Avinu gestellt hat, nämlich seinen Sohn Yitzhak für Gott zu opfern. Wie gesagt, das war nur eine Prüfung und Avraham hat Yitzhak nicht geopfert, aber damit hat Avraham Gott bewiesen, seine große Liebe zu ihm, dass er der Auserwählte Gottes sein kann, von dem Gott schließlich das jüdische Volk erbauen wird. Diese Prüfung von Avraham, Akedat Yitzhak, die Opferung Yitzhaks, wir erwähnen sie jeden Tag im Gebet, jeden Tag nach Brikot HaShachar, wir lesen Akedat Yitzhak, anschließend gibt es ein Gebet dazu, wo wir Gott darum bitten, dass unsere Gebete erhört, für das große Privileg, das Avraham hat durch diese Opferung zu Rosh Hashanah. Eines der Gründe, dass wir in Shofar blasen, ist auch, um die Opferung von Yitzhak Gott ins Gedächtnis zu rufen, denn das Widerhorn ist doch von einem wiedergenommen, den ja Avraham geopfert hat, anstatt Yitzhak. Und wir blasen das Widerhorn, um Gott ins Gedächtnis zu rufen. Schau, was Avraham, unser Vater, bereit hat für dich zu tun. Wenn wir es uns nicht verdienen, ein gutes Jahr, dann soll es sein, wegen dem Privileg von Avraham und Yitzhak. Da stellt sich aber die Frage, diese Prüfung war natürlich eine irrsinnig große Prüfung. Und das erfordert viel, viel Glaube an Gott, um bereit sein, so etwas zu tun. Aber Avraham Avinu, er war nicht der Einzige, der bereit war, für Gott seinen Sohn zu opfern. Er war nicht der Einzige, der bereit war, überhaupt etwas so Wichtiges zu opfern. Ja, die Tora erzählt uns, in den Schriften steht, geschrieben zur Zeit der griechischen Belagerung, der Chanukka-Zeit, gab es Chana und ihre sieben Söhne. Und Chana, die Mutter, hat all ihre Söhne dem Tod freigegeben, nur damit sie sich nicht bücken vor einer Statue. Und der Midrash erzählt sogar, dass Chana zu ihrem letzten kleinsten Sohn sagte, wenn du jetzt nach oben gehen wirst zu Avraham Avinu, dann richte ihm aus, dass Avraham Avinu war bereit, einen Sohn zu opfern. Und ich, Chana, habe für Gott alle meine sieben Söhne geopfert. Im Laufe der Geschichte sind Juden verbrannt am Scheiterhaufen. Sie und ihre ganze Familie, nur für den Glauben an einen Gott. Stellt sich die Frage, was war so besonders bei Avraham Avinu, dass wir das so betonen? Abgesehen davon, wenn wir schauen, in anderen Religionen, ja, in anderen Kulturen gibt es auch diese Aufopferung für den Glauben. Also was war bei Avraham Avinu so besonders? Die Antwort ist, dass bei Avraham Avinu, es war eine echte Aufopferung, die er da geleistet hat. Es war eine Aufopferung, von der er überhaupt keinen Profit hatte, dass ich dafür nichts erwarten könnte. Einen gewissen Profit, eine Sache, die es wert wäre, dies zu tun. Bei allen anderen, die bereit waren, etwas zu opfern für Gott oder für ihren Glauben, für ihre Ideologie, das war nicht eine echte Aufopferung, weil sie hatten etwas davon. Die einen versprachen sich dadurch einen Gan Eden, die anderen versprachen sich dadurch, dass durch ihren Tod ihr Glaube geheiligt wird. Andere leider heutzutage machen das und bringen sich selbst um im Namen des Glaubens und dann kriegen ihre Familien Geld dafür oder für ein Land oder für Politik. Wie dem auch sei, jeder hat irgendeinen Beweggrund, warum er das tut, irgendeinen Profit, und er stellt nur auf die Waage, ob sein Leben mehr wert ist als der Ruf, die Ehre, Gan Eden und so weiter. Vielleicht ist das wichtiger als sein Leben, und wenn er diese Überlegung gemacht hat, ist er bereit, sich zu opfern. Das ist eine Sache der Überlegung, was ist mir mehr wert, mein Leben oder meine Ehre oder dass man mich heilig spricht danach. So ist das bei den Weltvölkern, und das ist der Grund für die Aufopferung, weil man dafür etwas viel Höheres kriegt in ihren Augen. Wir sehen, bei Avraham Avinu war das überhaupt nicht so. Schauen wir uns an, was da genau passiert ist bei Avraham Avinu. Avraham Avinu, er hat sein ganzes Leben war der Glaube an einen Gott. Er hat gelebt und war bereit zu sterben für diesen Glauben. Nun kommt Gott und sagt Avraham Avinu, du hast einen Sohn, das ist der Sohn, von dem ich deine Richtung weiterführe, den Glauben an einen Gott weiterführen werde. Und als dieser Sohn 37 Jahre alt war, sagt ihm Gott, nimm deinen Sohn, opfere ihn für mich. Und damit begrabe dein Glauben an einen Gott. Begrabe all das, an was du glaubst. Begrabe quasi mich, sagt Gott. Begrabe den Glauben an einen Gott, indem du deinen Sohn opferst. So, hier Avraham Avinu, er würde alles verlieren. Würde einfach alles verlieren. Nicht nur das, Avraham Avinu hätte auch davon überhaupt keinen Ruhm bekommen von den Menschen.
Und niemand könnte über Brahmavin auch sagen, er hat für seinen Gott, sogar den Glauben an seinen Gott begraben. Warum? Denn als Brahmavin Yitzhak geopfert hatte, opfern wollte, hat er darauf geachtet, dass niemand dabei war. Sogar seine zwei Knechte, die mit ihm gegangen sind, bis zum Fuße des Berges, hat er unten gelassen. Und er hat sogar seiner Frau Sarai erzählt, dass er Yitzhak nimmt in eine Torahschule. Niemand war dabei, als er bereit war, seinen Sohn Yitzhak zu opfern. Das heißt, nicht einmal den Ruhm dafür, dass er das bereit war, für Gott zu tun, diese Ehre, auch das war nicht der Grund. Das heißt, Avraham Avinu war wirklich bereit, alles zu opfern für Gott. Er hat das gemacht, nur aus dem Glauben heraus, Gott sagt, also muss ich machen, ohne irgendeine Überlegung, was habe ich davon, sei es in dieser Welt, sei es in der kommenden Welt, was habe ich davon, was bleibt mir davon übrig, welchen Profit habe ich davon. Das war Avraham Avinu, das ist das Besondere von der Opferung von Yitzhak, Akedat Yitzhak. Und deshalb, das war eine große Prüfung, das war die größte Prüfung, die ein Mensch je bestehen könnte, dass er bereit ist, wirklich alles aufzuopfern, seinen Glauben, seine Ideologie, sein leibliches Kind, seinen Ruf, seine Ehre, er hat auf alles verzichtet, nur für den Glauben an den Gott. So, und wir sind die Nachkommen von Avraham Avinu. Das heißt, jeder von uns hat auch diese Kraft, hat auch diese Überzeugung, hat auch diesen Glauben tief in seinem Herzen, bereit zu sein, für Gott wirklich alles zu tun. Eine Mitzwa zu machen, ohne viel zu überlegen, was man davon hat. Zu beten, Tfilin, Shiur, Tzedakah. Jeder von uns hat diesen echten reinen Glauben in ihm, dass er bereit ist, für Gott wirklich alles zu tun, sich wirklich hinzuschmeißen für Gott. Und alles, was er sagt, das machen wir. Shabbat Shalom.